Hallo, Harley hier. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Wir bringen noch so einen komischen vulkanischen Botschafter auf diesen riesigen Planeten, den wir da vor uns sehen. Nachdem wir in der letzten Folge hier ein paar Klingonen platt gemacht haben. Was mich auch wieder. Warum? Egal worum es geht, immer wenn es irgendwelche Science-Fiction-Planetengedöns gibt, warum sind alle Städte rund? Ich gehe davon aus, dass das hier dann immer sozusagen Städte darstellen sollen, hier mit Querstraßen und dann runden Straßen und so weiter und so fort. Warum? Ne, seien es Filme, seien es hier die Spiele und so weiter, die sehen immer so aus, damit man halt die Stadt immer gut erkennt. Jetzt beamen wir erstmal runter. Ja, runterbeamen. Ja, alle kommen mit. Und ein Sicherheitsmogul, du darfst sterben. Ne? Das wundert mich immer wieder. Ich wüsste jetzt auch keine Stadt derzeit, die wirklich genau so gebaut ist. Ich habe das außerdem bei SimCity mal probiert. Die Städte funktionieren auch verkehrsmäßig gar nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Und diese Ladebildschirme sind auch eine Geschichte für sich. 41:30. 41:30. 41:30. Toll. Toll. Es läuft nicht. Ach, hier oben. Patching, zwei Files, 0 Byte, Sekunde. Flott. Wirklich flott. Doch komm, jetzt mach schon. Das gibt es doch nicht. Da fängt man eine neue Folge an und die sieht so aus. Na gut, worüber wollen wir denn reden? Über diesen schönen Ladebildschirm, ne? Hier Weltraum, ein bisschen Nebel, ein paar Sternchen, ganz viele Zahlen, eine Zahl, die sich leider überhaupt nicht bewegt, ein paar Strichcodes, noch mehr Zahlen, noch mehr Zahlen, eine Zahl, die leider viel zu klein ist, und halt, was hier überhaupt nicht geladen wird. No. So, und jetzt geht's weiter. Ich musste gerade alles nochmal neu starten. Irgendwie hat sich das aufgehangen, nach dem Neustart innerhalb von 2 Sekunden geladen und fertig. Immerhin hat, da ich gerade den nächsten Bereich der Mission erreicht habe, musste ich den Raumkampf nicht nochmal machen. Captain, wir müssen das Gebiet sichern und uns dann den Weg zum Kloster bahnen, das sich oben auf dem Hügel befindet. Besiegen Sie die klingonischen Patrouillen. Ja. Los geht es. Da ist schon einer. Klingonischer Krieger. Wo bist du? Wenn sie ein Feind von hinten. Ja, ist ja schön. Da ist ein klingonischer Krieger. Und da ist ein klingonischer Krieger. Und da ist ein klingonischer Krieger. Und überall sind klingonische Krieger. Egal, feuern. Und ich hätte mich ducken sollen. Das macht mehr Schaden. So. Nach Hause weg. Oh Leute, dafür haben wir euch. Doch, da kommen ja noch mehr. Nein, die Fall. Ah, jetzt habe ich den schönen, schmerzhaften Schuss für einen Scheintoten verschwendet. Das fängt doch gut an hier unten. Was? Ich wollte immer mehr. Da oben leuchtet was. Da oben leuchtet was. Das kann man einsammeln. Gegenstand nehmen. Ja, ein Hypospray. Heilung, FTW. Vulkanischer Mönch. Oh. Mit vulkanischem Mönch sprechen. Bitte retten Sie meine Brüder. Na gut. Aber erst nachdem wir hier die Gegend geplündert haben. Mitnehmen. Wo ist er? Da. So. Nichts können sie. Sind auch nur Klingonen. Hier oben findet sich bestimmt noch welche. Hallo? Hallo, hallo? Sind hier noch welche? Ich habe einen im Ziel, aber ich weiß nicht wo. Bestimmte Angriffe machen den Feind besonders angreifbar. Bin ich blöd? Ich hatte doch gerade einen im Ziel. Wo ist der hin? Hallo?
Okay, weg ist er. Wen ich will, der hat schon. Und mitnehmen. Da ist einer. Da oben. Na. Lauft. Kommt her. Ihr habt's eh nicht drauf. Wenn ein Feind exponiert ist und ihnen ein Spezialangriff zur Verfügung steht, wird sich dieses Symbol verändern. Ja, okay. Mitnehmen. Geflockte Blutflöhe. Lecker. Schmeckt bestimmt extra gut. Da ist noch eine Patrouille. Die kriegen wir hier hinten vielleicht noch erwischt. Schön in den Rücken rein. Ja, kommt her. Habt keine Angst. Uch, so Mist. So Mist. Man sollte sich die Umgebung erstmal angucken und nicht einfach wild rumballern. Da war ja noch einer. Der ist ja auch. Ne, also, ja, Professionalität sondergleichen. Lief ja auch alles ganz gut. Wie schön, dass wir noch ganz am Anfang sind. So, Mönch, bitte gehen Sie zum Klostereingang und suchen Sie den Abt. Ja, aber natürlich. Schickes Kloster. Weitere Stelle freigeben, an der man wiederbelebt werden kann. Das ist gut. Wiederbeleben ist klasse. Ist hier irgendwo ein Klingone? Klingonen? Ne. Doch, hier. Alles am Leuchten, am Funkeln, am Strahlen. So, nehmen. Einkommende Nachricht. Dieser Bereich scheint sicher, Captain. Hallo, warum erzählst du mir das jetzt über irgendeine komische Nachricht? Du läufst doch genau da mit mir herum. Warnmeldung vom Vulkan. Tepala sagt, dass sie umgehend mit ihnen sprechen muss. Lieutenant Stan, ich habe furchtbare Neuigkeiten. Die vulkanischen Sicherheitskräfte haben den Körper vom Botschafter Soket gefunden. Sie haben festgestellt, dass er aus nächster Nähe durch eine Phaser-Explosion getötet wurde. Seine sterblichen Überreste wurden in einem leerstehenden, unversteckten Raum in einer Höhle neben der Residenz des Botschafters gefunden. Der Botschafter auf Ihrem Schiff, für den ich gearbeitet habe, ist ein Betrüger. Oh mein Gott, haben die Klingonen jetzt etwa recht gehabt mit dem Formwandler? Was für eine Überraschung! Nicht. Naja. Sie müssen sehr vorsichtig sein, Lieutenant. Dieser Betrüger hat es monatelang geschafft. Sokats engste Mitarbeiter, bla bla. Captain, ich habe Sicherheitsteams zu den Quartieren vom Botschafter geschickt, aber er ist fort. Würde ich suchen, das Schiff. Finden und verhaften Sie, Botschafter Sokett. Okay. Da ist er. Such emotion on Ach, da your unten. face. I see now my deception Englisch. has been exposed. Pity. Capturing the abbot so we could replace him as well would have been Das ist beneficial. alles. Ich weiß, ich rede jetzt darüber, aber das wird nach einer Bearbeitung wahrscheinlich eh wieder zu leise sein. You are weak, and the weak shall perish. So. Und da haben wir unseren Formwandler. Hat also nichts mit dem Formwandler zu tun, den man so sonst so kennt. Hier nehmen wir mal Odo und die anderen Gründer. Gründer? Ja, ich glaube Gründer hier, also die man sonst halt, wie gesagt, als Formwandler kennt, hier aus dem Dominionkrieg und Schlag mich tot. Ja, also für die, die es kennen, das ist ja immer wieder die nächste Sache. Ja, sondern das ist halt ein anderer. Ich glaube, das soll Spezies 8472 sein. Da war eine Disruptorwaffe. Die wollte ich haben. Die kriege ich noch. Ach
Ach, der hat sich jetzt zu einem Klingon verwandelt. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn der her? Warriors, prepare for battle. Yes, there is a group of Starfleet officers behind me. One of them is the foul shapeshifter. Was? Stimmt doch gar nicht. Obwohl das cool wäre. Ja, so. Los geht's. Hier, da war irgendeine Waffe. Gegenstand nehmen, Phaser, Pulswellenwaffe, MK1. Nehmen, Mission wurde zeitweise ingehalten, sie haben Kommenüleiste. Und jetzt, wo war nochmal die Waffe wechseln auf, ich komme mit den, genau, so, nicht das, sondern den Status. Und das Inventar wäre noch cool. Bekommt das Selena als Tag? Ja, hier. Was hat, macht die Waffe? Auf alle Fälle mehr Schaden. So, da, hier, wer will noch einen Standardphaser haben, wenn er auch ein Gewehr haben kann? Ne? Ja, sieht auch schick aus. Warum habe ich mir das nicht genommen? Weil ich schon ein Gewehr habe. Und ab auf die Klingonen. Sind ja auch wieder nur, sind fünf. Hätte ich mich schon fast wieder verzählt. Aber was, schneller. Wir dürfen den komischen Typen nicht entkommen lassen. Wie gesagt, das soll wohl Spezies 8472 darstellen. Jedenfalls haben die da eine gewisse Ähnlichkeit. Wo ich erstmal überlegt habe, ist, konnte die bei Voyager Form wandeln? Voyager ist nämlich, glaube ich, die einzige Serie, mal abgesehen von Enterprise, die ich nicht hundertprozentig gesehen habe. Also wo immer mal wieder ein paar Folgen fehlen. Aber ich dachte zumindest, alle, die Spezies 8472 angehen und die Borg, die hätte ich alles schon mitgekriegt. Aber das muss ja nicht stimmen. Jetzt beamt sich der Typ weg. Na dann, heißt es wohl als nächstes Raumkampf. Ja, den hat es auf alle Fälle zerlegt. Mitnehmen, jupp. Scannen des Gebiets, ja, der wird wohl weg sein. Captain erscheint, dass sich der Undine entkommen ist. Allerdings empfange ich Spuren von Transportaktivität in der Nähe. Undine. Wie gesagt, ich kann mich da jetzt auch ein bisschen irren. Ich weiß es nicht. Ich kenne als einzigen Formwandler irgendwelche komischen Gaswesen. So ein komisches Salzmonster konnte auch eine Gestalt annehmen. Und halt die Wechselbälger. Verteidigen Sie Ihr Schiff gegen die Undinen, bis die Verstärkung der Sternflotte eintrifft. Jawohl! Verteidigen! Ja. Das ist eindeutig Spezies 8472, zumindest wenn man sich diesen Kahn da anguckt. Der übrigens, glaube ich, ordentlich Bums macht. Torpedo hinterher. Plasma Torpedo kaputt schießen. Nicht auf das Schiff, auf den Plasma Torpedo. Nein. Nichts passiert, alles in Ordnung. Alles heile geblieben. In der Defensive geführt werden. Was habt du denn vor? Versuch die Energie ihrer Schilde zu leiten und bla. Defensive. Pff. An mir ist eigentlich ein Klingone verloren gegangen. Jetzt erzählen wir jetzt von Defensive. Feuer! Okay, es ist jetzt mal davon abzusehen, dass wir irgendwie bei dem gegnerischen Schiff keinerlei Schaden machen, aber. Hey! Wir haben die Schilder auf der Seite schon ein bisschen runter. Und, oh, guck mal, auf 99% ist er runter. Wir sind die Besten. Ne, selbst die Voyager hat sich gegen Spezies 8472 nicht so lange so gut gehalten. Wir sind zu nah dran. Wenn vielleicht so ein Plasma-Ding kommt, stehen wir da. Komischen Biowesen aus dem Flüssigraum. Stirb! Hilfe! Weg, weg! Auf den Torpedo! Treff den! Und eigene Torpedos. Feuer! Jetzt einmal den Hintern zu drehen. Da sind die Schilde noch am besten.
Huch! Er macht ihn kaputt! Er macht ihn kaputt, den Torpedo! Nein! Scheiße! Die Flotte ist da! Vielen Dank, Leute! Macht sie fertig! Wieder ab auf Angriff! Hier, verstärkte Torpedos! Feuer! Schildverstärkung! Was haben wir hier? Zielsensoren blockieren! Genau, damit er nicht mehr feuern kann! Was wir alle haben, ne? Aber da sieht man auch wieder den Überblick zwischen, also den Unterschied zwischen den Taktikern, dem Wissenschaftler und dem Techniker. Der Taktiker verstärkt die Waffen, der Techniker verstärkt die Defensive. Also der Taktiker verstärkt die Offensive, der Techniker die Defensive und der Wissenschaftler ärgert den Gegner oder unterstützt einen selber. Feuer! Keine Chance! Sieht auch so aus, mit was für Schiffen sind die Kameraden denn da? Kann mir das einer sagen? Na, das sind auch nicht die neuesten. Aber die USS Kirk ist dabei. Schick! Was da? Was sind die Kirk für ein Schiff? Sehe ich nicht. Scheint auch nicht gerade das Neueste zu sein, aber egal. Energiewertescan. Ach komm, wenn wir schon mal hier sind. Mist, wir haben Schaden gekriegt. Jetzt hauen die bestimmt ab, die feigen Schweine. Venus drauf. Dafür haben wir sie. Feuer. Nein, schon wieder so ein Plasma-Ding. Warum schießt ihr nicht da drauf? Außerdem will ich die Energiewerte scannen. Was macht das Ding denn nicht platt? Energiewerte scannen. Boah. So, jetzt. Habt ihr es gleich da oben? Ja, gut. So, kleiner, schmaler, schmaler, kleiner, wieder größer. So. Nehmen, dann die Trümmerteile scannen. Die war noch gar nicht da, der ist da hinten drauf gegangen. Gleich die Daten herunter, Captain. Außerdem halten gefährdete Dreadnought. USS Kirk. Tach. Zum Glück sind wir rechtzeitig gekommen. Ah, wir hätten das noch stundenlang durchgehalten. Wir haben die letzte Datenübertragung des Unionschiffs und auch Proben des organischen Materials, aus dem sie ihre Schiffe herstellen. Diese Informationen müssen wir den Geheimdienst der Sternflotte übergeben. Vielleicht können sie die Nachrichten entschlüsseln und uns mehr verraten. Verlassen sie das System. Jawohl, machen wir. Aufgaben hier erfüllt. Jupp. Und weg geht's. Wusch! Ja, das lief doch gut. Der Ladebildschirm macht uns auch diesmal keinen Strich mehr durch die Rechnung. Und jetzt müssen wir Bericht erstatten. Ja, bin ich jetzt noch. Achso, macht automatisch, das ist klasse. Hier, Gerät zur Datenerfassung. Personenschutzschild MK2, schöne Schilder, top. Wählen Sie eins aus dem folgenden aus. Ja, die Wahl fällt unglaublich schwer. Ich glaube, ich nehme den Photonentorpedowerfer. Oder nehme ich doch lieber den Photonentorpedowerfer? Ich weiß es nicht. Aber der Photonentorpedowerfer klingt wirklich klasse. Congratulations, Lieutenant. Tutorial. Ja, Tutorial, wissenschaftlicher Auftrag, betrefft bla bla. Reden Sie mit Lieutenant Commander Egan, befindet sich auf dem Raumdock der Erde. Ja, da kann man irgendwann mal vorbeischauen. Und das Versteckspiel. Geheimdienst der Sternflotte hat an den Entschlüsselungen der Nachricht gearbeitet. In den Daten wird mehrmals Bezug auf den Paulson-Nebel genommen. Das ist ein Abschnitt. Seien Sie vorsichtig, als die Enterprise D in diesem Abschnitt war, meldete sie, dass die Zusammensetzung der Wolken dazu führen kann, dass die Sensoren feindliche Schiffe nicht wahrnehmen können. Begeben Sie sich in diesen komischen Bolzensektor, gibt dann auch wieder schöne Waffen, einen neuen Impulsantrieb und noch mehr Fertigkeitspunkte. Akzeptieren! Damit sind wir mit der Mission durch. Juhu, Erfahrungspunkte verteilen. In 3000 haben wir wieder. Waffen ist natürlich gut.
Angriffsmanöver sparen wir uns. Antriebsplasma war. Erhöht die Warpgeschwindigkeit und Impulsgeschwindigkeit im Raum. So, Raumschiffbatterien. Raumschiffbatteriehaltbarkeit. Diese Fähigkeit verbessert die Leistungsdauer von Batterien. Was haben wir hier? Eine Höhlenreparatur ist natürlich immer klasse. Wissenschaftler. So. Eigenschaften ihres Raumschiffes beim Entzug von Energie. Beim Entzug von Energie oder Schildstärke brauchen wir nicht. Was nehmen wir denn dann? Wollen wir mal. Ja, ein bisschen schneller fliegen ist natürlich auch schön, ne? Wird der Wenderadius davon auch beeinflusst? Dass man vielleicht ein bisschen schneller umdrehen kann? So, Warp-Antrieb nicht schneller als Warp 10 fliegen. Da kommt es wieder auf die Sichtweise an. Und welche Folge Star Trek man gerade sieht, es gibt wohl auch Warp 15. Zumindest wenn man TNG gestern heute Morgen sieht. Aber die ist ja auch egal. Diese Einschränkung gilt allerdings nicht für den Slipstream-Antrieb und andere Spezialantriebe, die schneller als Lichtgeschwindigkeit sind. Die Fähigkeit bewirkt außerdem eine Erhöhung ihrer Impulsgeschwindigkeit und der Impulswendegeschwindigkeit. Genau darum ging es mir an. Sowie eine Verringerung des Energieentzugs der anderen Systeme bei vollem Impuls. Das wollen wir doch haben. So, was haben wir hier? Ja, unsere Selena hat ja schon ein bisschen bei der Photonengranate gelernt. Und bei der verstärkten Wirkung hier. So, Notenergie für die Schilde kommt immer gut. Da hauen wir gleich mal ein bisschen was rein. So, akzeptieren. Und was haben wir dann sonst noch? Hier haben wir Sensoren stören. Was haben wir denn hier? Schaden. Tachyonwelle. Wissenschaftlich, wenn Tachyonwelle verursacht einen Trichterangriff mit schweren Schaden gegen persönliche Schutzschilde. Das klingt doch gut. Wenn wir die Leute schon immer mitnehmen, sollen die auch gut was reißen. So. Und Stan ist sowieso gut drauf. Halt. Da war noch was. Unser Schiff. I. Und wir hatten doch hier irgendwie neue Torpedos gefunden. Torpedos. Da. Ja, tauschen. Jetzt haben wir da eine schöne 2 neben. Und das andere Ding, das waren nur Sachen zum Rumtragen. Ne? Ich hatte zuerst gedacht, Gerät wäre vielleicht ein Gerät hierfür, aber das ist ja Konsole. Na okay. In diesen komischen Nebel, um weiterhin Jagd auf die Uniden und wie auch immer die heißen zu machen, also auf Spezies 8472, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.